Das einmal dahin. Einmal dahin. So. Was gucken wir denn jetzt? Nee, nichts, nichts da mit Fußball. Nix da. Zumindest nicht hier. Nicht in diesem, auf diesem Kanal. Jetzt schlafe ich ja bei ein, bei Fußball. Kannst du dir schön oben angucken. Irgendwann, wenn ich mich mal wieder zu hinreißen lasse, kann man mal FIFA zusammen spielen, aber eigentlich nein. Eigentlich nicht, nee. Ja! So, vom letzten Mal bis jetzt, ein bisschen was hat sich nun verändert. Also einmal meine Frisur. Ja gut. Mein Bogen. Der Gluna. Und ich habe. Gut, ich habe jetzt einmal hier mein Begnia. Ja, quasi abgeholt einmal. Dann den Faustkämpfer. Da habe ich aber nicht großartig viel gemacht beim Faustkämpfer. Ich glaube, zwei Level hatte ich mit ihr gemacht seit dem letzten Mal. Aber beim Druiden, da hat sie ein bisschen was getan. Und zwar ist er jetzt auf 26. Das heißt, wir werden vielleicht sogar die Dailies heute mit dem hier machen. Mit der Klasse. Mal gucken. Aber erstmal geht es mit Hauptquest weiter. Hauptquest ist natürlich Barde. Ich habe auch schon ein paar von diesen Windätherquellen, die wir dann besuchen mussten, um in den neuen Bereichen fliegen zu können, gesucht. Gefunden. Also die Option. Also, das ist optional. Die nicht an Quest gebunden habe ich gefunden. Eine an die Quest gebundene habe ich auch schon. Die habe ich auch auf Screen gemacht. Die anderen werden wir dann heute on, also on Stream machen, weil wir dafür die Story, glaube ich, weiterspielen müssen. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ist irgendjemand? Ja, tatsächlich. So, wo müssen wir hin? Werthers Strebewerk, okay. Das heißt, einmal Teleport. Einmal in die Fundamente. Ich muss mich immer jetzt so ein bisschen zurechtfinden. Schon Klassenquest hatten wir beim letzten Mal auch alle gemacht, bis zu dem Level, wo wir jetzt sind. Wir können ja noch nicht weitermachen, weil wir die Hauptstory noch nicht abgeschlossen haben. Also Heaven's Ward. Dafür müssen wir das erst beenden. So. Dann, warte mal, wo war das jetzt hin? Letzte Wacht. Ah, mal dahin. Ich hatte jetzt übrigens auch mit Kaya ein bisschen weiter gespielt. Mit ihm bin ich jetzt nämlich auch zwei Inis gelaufen schon. Das heißt, er wird zumindest bald für einige Inis mit dabei sein. Wer ist denn da? Den kenne ich doch. Und ich habe übrigens auch wieder ein bisschen geklütjert. Also ich habe nicht viel geklütjert, das war auch nicht teuer, aber ich habe geklütjert. Und vor einmal, warte mal, wo ist es? Das da, das habe ich jetzt zum Beispiel. Dann habe ich das hier. Ein wunderbarer neuer Tanz, weil ich endlich mal tanzen wollte. Das sieht mal wieder richtig toll aus. Und. Ah. Mega Flair. Okay, so, genug Spaß gehabt. Eins durch den Pummel zu.
Oh Mann. Immer diese Fußballbegeisterten hier, ey. Unglaublich. Unglaublich. Gut, da ist Tataru. Fächchen Tataru. Nee, das ist mit Gasoma. Ach, hier lang. Begleistert. Nur weil ich schwitze. Ist aber. Unglaublich, yeah. Nein! Ja! Ist nur weil darum. Ja, darum ist die Antwort auf alles, ne? Darum ist. Ne? Immer. Immer wichtig. Meine Freunde, auf euch ist wie immer Verlass. Vielen Dank, dass ihr so schnell zu uns geeilt seid. Wie ihr vermutlich schon vernommen habt, regen sich die Drachen abermals. Lieber Alfinol, lieber Aldaria, ich bin untröstlich, dass ich euch so eilends rufen lassen musste. Aber die Sache erlaubt keinen Aufschub. Die Glocke des Observatoriums hat uns von einer weiteren Mobilmachung der Drachen gewarnt. Die päpstliche Kurie hat daraufhin den Notstand ausgerufen und alle Ritter in Alarmbereitschaft versetzt. Ein Trupp von Jägern will im Westen ein ganzes Heer der geschuppten Biester gesichtet haben. So groß war ihre Zahl, dass sie den Himmel schwarz färbten. Schlimmer noch, die Drachen sollen zur Horde des grausam hohen Drachen Nidhogg gehören. Oh Mann. Dieser Kampf ist unser Kampf und als euer Gastgeber obliegt es mir, euch vor jeglichen Gefahren zu schützen. Ich möchte euch hier daher bitten, die Stadt bis auf weiteres fern zu bleiben. Ich hoffe, es gibt einen Ort, an dem ihr Zuflucht finden könnt. Verliert keine Zeit, berast euch und bringt euch in Sicherheit. Wir? Sicherheit? Kennen wir nicht. Sicherheit ist ein No-Go bei uns. Wir müssen für jetzt Ischgard einstehen. So. Wird auch eingemacht, ist so schwit. Oh, frisches. Ja. Widerlich. Echt widerlich. Für Ischgard wäre ein weiterer Angriff der Drachen fatal. Selbst wenn es den Tempelrittern abermals gelänge, den Feind zurückzudrängen, die Verluste wären groß. Aber was sollen wir nur tun? Mich würden die Drachen ja bestimmt nicht mal hören, so klein wie ich bin. Dich vielleicht nicht. Eine gewisse Bekannte von uns, aber eventuell schon. Du meinst Eisherz? Sie hat bei eurer letzten Begegnung eingestanden, den Angriff auf Ischgard zu bereuen, nicht wahr? Dann sollten wir ihr Gelegenheit zur Wiedergutmachung geben. Isel steht in Kontakt mit den Drachen. Vielleicht kann sie Nidhogg von seinem Vorhaben abbringen. Bei diesem Treffen wäre ich auch gerne dabei. Was? Estine? Ach. Dahin. Ich bezweifle, dass Nidhogg in seinem brodelnden Hass mit sich reden lässt. Aber der Versuch könnte uns Zeit verschaffen, uns gegen den Angriff zu wappnen. Vielleicht solltet ihr aber auch eine endgültige Lösung für diesen Konflikt in Erwägung ziehen. Lasst uns dem Biest den Garaus machen. Mit meiner Kraft des Drachenauges. Und der Gabe der Kriegerin des Lichts sollte uns das gelingen. Mhm. Einen besseren Geleitschutz als den Azur-Drachenreiter könnten wir uns bei dieser Aufgabe wahrlich nicht wünschen. Doch Kampf wird unser letztes Mittel sein. Zuerst versuchen wir es auf diplomatischem Wege. Dann steht Eisherz wohl bis auf Widerruf unter diplomatischem Schutz, hm? Jo. Wie ihr meint. Rot gedrungen.
Bin auch nicht begeistert von. Ich rate euch aber dringendst, Emmerich aus dem Spiel zu lassen. Wenn man ihm Verbindungen zu den Heretikern nachweist, werden sich seine politischen Feinde wie hungrige Wölfe auf ihn stürzen. Mira! Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Ich sitze hier im Kühlen. Also, bei mir ist soweit eigentlich gut. Ich hoffe, bei dir auch. Und Dera ist auch wieder da. Hab Dank für diese Warnung, Estini. Sehr schön. Wir werden sie berücksichtigen. Und seid versichert, dass es uns sehr ehrt, einen Mann mit eurer Erfahrung und euren Fähigkeiten an unserer Seite zu haben. Man tut, was man kann. Ja, ne? Reibensbrot schützt ruhig unter die Nase, dass er uns schützen darf. Ja, natürlich. Er kennt das doch gar nicht anders von mir. Er ist das Leid doch schon gewohnt. Ja, der winkt mit dem Sound verstanden. Aber auch eine Klimaanlage hinter mir. Oh, sehr geil. Also ich habe den Ventilator zwar an, damit das hier so ein bisschen durchzieht. Wunderbare Schließfächer. Schließfächer. Wunderbare Schließfächer. 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 Wunderbare Schließfächer. 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 Wir haben einen geilen Lüfter mit Wasser drin. Wunderbare Schließfächer. Man kann ja alles abschließen und die Sachen sind auf jeden Fall super sicher. 32 Grad. Du könntest ja auch einfach mal dein Rollo ein bisschen weiter aufmachen. Dann würde da auch mal ein bisschen mehr frische Luft durchkommen. Das würde zumindest ein bisschen helfen. Und nicht, wenn der Rollladen bis komplett unten ist. Die Sonne scheint bei dir nicht mehr rein. Außerdem kriegst du dann noch ein bisschen kühle Luft vom Keller hoch. Weil der Kellereingang nämlich auch kühl ist. Aber nein, du hörst ja nicht auf mich. Du willst lieber schwitzen. Also von daher. Selbst schuld. Oder du machst wieder Hund und legst sie einfach vor die Tür. Das geht auch. Könnt den Pool. Ja. Könntest du tun. Ja, dann kann der auch nicht warm sein. Oder du gehst duschen. Für eine kalte Dusche. Oder die Beinwickel. Das geht auch. Oder trink was Heißes. Dann wird der automatisch kühl. Dann gleichst du das ein bisschen aus. Ach ja. Es wird nicht leicht werden, die verbitterte Eisherz für unsere Sache zu gewinnen. Aber wenn nicht sie, wer sollte dann zwischen uns und den Drachen vermitteln? Nur wenn Ishgard einen Präventivschlag ausführt, war alles vergebliche Liebesmühe. Die Pumpe würde mich aus dem Wasser filtern. Sturmfrei! Oh Gott, ich glaube, er haut mich gleich. Wir müssen von unserem Aufbruch unbedingt mit Emmerich sprechen, damit dies nicht geschieht. Unterrichtest du bitte die von unserem Vorhaben. Tetarun wartet dann im Anwesen auf unsere Rückkehr. Verstanden, Alfino. Ich und dieses französische Wörter kann sie nicht aussprechen. Doch, du stehst da hinten ja immer noch. Aber geile Rüstung. Die Rüstung mega geil. Mega geil. Sorry, dass ich nicht gerade so ankämpfe, aber ich finde die Rüstung geil. Neue Friese, ja!
Ja, seit ich herausgefunden habe, wie man die Frisuren ändert, habe ich ein ganz großes Problem. Ich bin immer so unzufrieden mit meinen Frisuren nach ein paar Tagen. Jetzt ändere ich sie gefühlt jedes Mal, wenn ich online bin. Aber heute bisher noch nicht. Ich habe es heute noch nicht geändert. Die hier habe ich jetzt seit 4 Tagen. I know that feeling, Jana. Ey, das ist echt schlimm. Also für gewöhnlich bin ich nicht so, aber es gibt hier so viele geile Frisuren. Du kannst da so viel machen und du denkst dir dann, ich möchte alles. Man hätte mir nicht sagen dürfen, wie es geht. Stimmt, Hybrid war das. Hybrid hat mir gesagt, wie das funktioniert, wo ich dahin muss. Also Hybrid ist schuld. Was weitere gibt's im Fre... Eranox, das ist scheiße gerade. Böse Hybrid. Ja, in dem Fall wirklich. In dem Fall wirklich. Er hat das auch schon befürchtet, was blühen wird. Da muss ich hin. Ach ja. Aber gerade bin ich zumindest zufrieden mit meiner Frisur. Ich habe eigentlich die Frisur auch nur wegen meiner Heilerin geändert. Also wegen dem Druiden geändert. Die ist geil, Musik. Ja, oh, die ist wundervoll. Direkt, wo ich ja das erste Mal drin war in der Stadt, ich habe mich ja sofort verliebt. So, gut, das eigentliche Kostüm habe ich ja gar nicht mehr für sie, aber... Also die eigentliche Rüstung. Aber selbst damit sieht das gut aus. Die vorher war besser, aber trotzdem. Ja, ich habe irgendwo habe ich eine Hose an. Ja. Ja, wir wollen zum Großmeister. Schickt Verstärkung in den 3. Bezirk. Oh, ich finde das voll cool. Mit ausreichend Munition. Wir müssen mit einer langen Belagerung rechnen. Ich finde seine Rüstung und seine Haare und Momente so toll. Zu Befehl, Großmeister. So Whitemage-Gameplay dann demnächst. Ich habe den Whitemage jetzt schon, oh Gott, ich weiß gar nicht, auf 26. Aber ja... Zurzeit macht das mir doch Spaß. Ich habe jetzt ein paar Inis ein bisschen geübt. Die allererste Ini habe ich verkackt. Aber komplett verkackt. Oder was heißt komplett verkackt? Aber ich bin halt gestorben. Weil ich nicht aufgepasst habe. Ich war irgendwie so ein bisschen überfordert. Dann hatte ich noch 2 weitere Inis allein gemacht. Dann eine mit Kaya. Und bei der letzten war dann Hybrid mit bei. Und der hat mir nochmal so ein paar Tipps gegeben. Aber ich glaube, soweit komme ich, denke ich, schon ganz gut klar. Noch. Hab dir mal was im Discord geschickt. Okay, guck ich gleich mal in der Pause nach, Mira. Weil ich muss gleich nochmal kurz, wohin? Ist jetzt tatsächlich schon wieder 2 Stunden her, ne? Ich habe die Zeit einmal komplett vergessen. Aber in der Pause guck ich mir das dann gleich einmal ganz kurz an, was du mir geschickt hast. Ja, nee, aber ich spiele gerade zurzeit echt gerne Heiler, muss ich sagen. Aber Bade ist immer noch meine Lieblingsklasse. Ah, und weitaus willkommener als der eines Drachenheers, möchte ich hinzufügen. Finde ich toll. Ich mag dich. Verzeiht, dass wir euch in dieser drängenden Stunde behelligen, Großmeister. Aber womöglich gibt es einen Weg, den Angriff der Drachen abzuwenden. Oder das wird bestimmt passieren. Das wird bestimmt passieren. Ja, das ist auch echt cool. Ich habe zuerst auch Heiler gespielt. Also, wie gesagt, ich habe extra nochmal nachgefragt gehabt, mit welcher Heilerklasse man ja anfangen sollte. Ich habe dann ja Druide genommen. Und ich komme. Das wäre, wie gesagt, ganz gut klar. Und macht doch mega Spaß. Nur ich hatte halt 2-mal mega Pech mit dem Tank. So dass ich dann schon so meine Problemchen gekriegt habe. Aber. mit 60 kannst du auch einen Linse-Tänzer freischalten, falls du Shadowbringers besitzt. Ja, ich besitze tatsächlich alle Erweiterungen. Die Endwalker hatte ich mir ja auch schon vorbestellt. Ich hatte mir damals nämlich alle
Ich glaube, als das letzte rauskam, das war Shadowbringers, ne? Das letzte, was rauskam. Da hatte ich mir komplett alles geholt gehabt. Weil ich dachte, ja, geil, jetzt zocke ich das mal alles durch. Neues Addon mache ich. Und dann ist mir ja die Lust rausgegangen, weil ich überhaupt nicht klar kam mit dem Spiel. Nicht so wie jetzt. Jetzt bin ich ja jede Woche mindestens 5-mal online. Wenn überhaupt. Wenn nicht sogar mehr. Zu eurer eigenen Sicherheit aber den Tänzer kann ich euch will ich unbedingt noch keine Details verraten. Doch bitte haltet die päpstliche Kurie davon ab, einen Präventivschlag durchzuführen. Ich befürworte jeden Weg, der ein Blutvergießen vermeidet. Aber mir wäre wohler, wenn ihr mich in eure Pläne einweihen könntet. Nur so viel, Emmerich. Ich selbst werde die Operation begleiten. Und auch wenn sie misslingt, sollten wir zumindest den Angriff Nidhoggs hinauszögern und seine Kräfte verschwinden können. Ja, Bogen von ihm. Und das wäre schon mehr, als wir uns von der Strategie der Kurie je erhoffen können. Die verspricht höchstens einen heldenhaften Tod, aber keinen Sieg in diesem Krieg. Da muss ich dir beipflichten. Die Pläne sind nicht gerade ermutigend. Statt Hals über Kopf in unser Verderben zu rennen, sollten wir lieber unsere Verteidigung stärken. Der Azur-Drachenreiter und die Kriegerin des Lichts auf einem gemeinsamen Kreuzzug gegen Nidhogg. Gut, ne? Allein die Vorstellung vertreibt jeden Zweifel, der in meinem Herzen keimen könnte. Also gut, führt euren Plan aus. Ich werde derweil versuchen, die Kurie zur Vernunft zu bringen. Juhu. Und Mira, falls du noch da bist, danke! Danke für den Link. Voll cool. Danke! Schön. So. Jetzt wollte ich ernsthaft mit dem da reden. Ja. So, hallo. Da hin. Weißt du, ich bin einmal kurz nach oben und bin völlig. Einmal komplett völlig nass. Ich weiß nicht, wie froh das da oben aussieht, ne? Boah, er hat jetzt wenigstens die Terrassentür einmal komplett aufgemacht. Und ich habe eben in meinem Zimmer, deswegen hat es nochmal so lange gedauert, habe ich eben auch nochmal das Rollo hochgemacht. Weil ich das hier vormittags, weil bei mir ist. Oh Gott. Was? Nee. Warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Nee, Südseite habe ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin gerade ein bisschen. Okay. Zumindest scheint nachmittags bei mir halt die Sonne mega drauf. Deswegen. Oh, habe ich versäumt vorhin, das Rollo aufzumachen. Du hast Südseite, ja. Ich habe die Arschkarte. In dem Punkt habe ich wirklich die Arschkarte. Frischus hat nur die Arschkarte, weil er Raum Richtung Straße hat. Hybrid, wie ist dein Abend? Bist du unterwegs? Wie ist dein Abend? Wie geht's dir? Bist du schon fertig am Schwitzen? Oder liegst du schon da nieder? Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin noch unterwegs. Oh, freut mich aber, dass du reinschaust. Kurz reinschaust. Voll toll. Okay, das Schwert darf ich haben. Das sieht cool aus. Aber ich hoffe, du hast bisher einen schönen Abend. Berichte. Ich weiß immer noch nicht, woher, also von ihm hier, woher ich die Stimme kenne. Ist eine ganz bekannte Stimme, aber ich weiß nicht, woher. Ich glaube, er ist happy. Deutschland hat ja gewonnen. Echt? Ist Hybrid Fußball begeistert?
Was ist das gar nicht so? Wobei Fußball schalte ich nämlich schnell ab. Sehr, sehr schnell. Eure Exzellenz, die Glocken des Observatoriums warnen davor, dass unser Feind sich neu formiert. Die Drachen fliegen also ein weiteres Mal gegen Ishgard. Ja, das ist so. Das Bier läuft auch. Oh Mann. Das Bier läuft in Strömen, hä? Aber Albert, ich habe mir tatsächlich heute auch endlich mal wieder... Es war ja wirklich lange Zeit, gab es keine Streams mehr, wo ich Wein getrunken habe. Es ist zwar Weißweinschorle, aber ich trinke trotzdem auch ein bisschen mit. Nur ein ganz kleines bisschen. Es ist zwar mehr Wasser als Wein, aber es passt trotzdem. Bei dem Wetter kann ich da nicht so viel trinken. Habe ich da Bier gehört. Bier haben wir tatsächlich auch noch. Also 3 Flaschen auf jeden Fall. Doch, eins hat Futters noch und 2 sind meine. Der schon wieder die Musik aufdreht. Der Kerl. Sollen sie kommen? Zu Hunderten oder Tausenden. Tränke Porsche. Die Kraft des heiligen Schwertes. Mira, jetzt bin ich neugierig. Und die Heretiker in ihrem Blut ertränken. Selbst Nidhogg und seine faulige Brut werden sich uns nicht widersetzen können. Ich hab immer noch eine Sarah, ey. Scruffs Kind, er spricht doch so. Ah! Ah, ja, genau. Danke. Mir wurmt das schon die ganze Zeit. Mortem Festinamus. Und Subway to Sally. Subway to Sally. Liebe Subway. Mega geil. Es gibt aber... Frisches! Ich muss unbedingt, zumindest entweder auf der Hin- oder auf der Rückfahrt morgen, ich weiß ja nicht, wie lang, wie wo, muss ich dir auf jeden Fall im Auto mein Lied vorspielen. Und wehe, du kennst es schon, dann hau ich dir links und rechts. Wir haben uns für in 2 Wochen einen Karaoke-Raum mit Getränkepauschale, Bier bis zum Umfallen gemietet. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich will auch. Gut, auf die Karaoke kann ich verzichten, aber ich will auch. Oh Gott, das wäre so geil. Und sobald wir die Welt von diesem Ungeziefer befreit haben, wenden wir uns unseren Freunden, den Ashians, zu und sorgen dafür, dass sie für ihre unschätzbare Hilfe gebührend entlohnt werden. Ich will auch. Mit Verlaub, Eure Exzellenz. Die Himmelsboten verfügen über ungeheure Kräfte. Ist es wirklich ratsam, sich mit solchen Wesen anzulegen? Du bist ein besonderer Mann, Seferin. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Doch zu Zeiten muss ein Anführer auch kühne Schritte wagen. Diese Augenbrauen. Wir streben danach, einen 1000-jährigen Krieg zu beenden. Kein Wagnis ist so groß, wenn ein so wichtiges Ziel zum Greifen nahe ist. Und was soll mit Istinien und der Kriegerin des Lichts geschehen? Sie scheinen etwas zu planen. Lass sie gewähren, Seferin. Jeder muss die Rolle erfüllen, die das Schicksal ihm zugewiesen hat. Du und deine erwählten Brüder. Ich bin noch nicht sicher, ob er das wirklich will. Hat der gerade einen Kater miaut? Ihr habt doch gerade Gizmo gehört, oder? Jordan zum Ruhme. Was geht hier ab, ey? Jo. Alter, das Vieh hört man ja bis hier runter. Was war Gizmos Aufgabe gerade?
Oder hat Cleo wieder Belästigungsversuch gestartet? Ein Aufzieh-Alfino. Ich krieg ein neues Pad. Huch. Ich hab mein Schranktür hier aufgemacht. Jetzt muss ich wieder auf der Straße. Nein, ernsthaft? Oh, und dann muss er mal wieder alles zusammen schreien, ey. Oder er hört mich. Ich habe ja hier unten auch Fenster offen. Wachkater. Heute Morgen war Gizmo schlimm. Der hat ja heute Morgen alles zusammen gemauzt. Und er war so laut. Und ist dann auch noch neben mir aufs Bett gesprungen und dann erstmal schön ins Ohr geschrien. Dachte ich auch so, jo, jetzt geht's los. Tschüss. Tschüss, Alvino. Ach so, wo müssen wir jetzt hin? Nee, da nicht. Okay. Jetzt darf ich wieder nach Hause fahren. Berücksichtige das. Oh Mann. Ach was. Wer saufen kann, der kann auch fahren. Aber bitte nicht beides gleichzeitig. Bitte nie beides gleichzeitig. Das ist keine gute Kombi. Ich finde das so geil. So, 500 Kilometer. Ach. Eine Stunde. Nein, nicht mal. Eieiei. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ein bisschen Neid ist zwar auch mit bei, aber ich wünsche euch viel Spaß. Mit dem Großmeister konnten wir alles klären. Unser nächstes Ziel wird uns nun für eine Zeit weg von Skat führen. Alles klar, verstanden. Keine Sorge, ich werde mich um die Belange des Brunnens kümmern, solange ihr fort seid. Und nach unserem vermissten Freund suchen natürlich. Halbe Stunde auf dem Moped. Genau. Länger braucht man dafür nicht. Und wenn man einen Drachen hat, dann ist das in einer Minute erledigt. Hagrid. So ähnlich, ja, Mira. Danke, Tataru. Dann können wir ihr beruhigten Herzens von dann ziehen. Nicht so schnell. Ich habe doch noch etwas für dich, Alfino. Damit du dich auf deiner Reise nicht erkältest. Was machen Drachen? Fliegen. Schnell. War halt von der einen Ecke in Deutschland auf die andere Seite. Einmal über Karte. Ja, passt doch. Schick. Weil er bekommt neue Kleidung, und ich? Na gut, ich bin mit meiner zufrieden. Davon abgesehen. Die Kleidung ist bequem und doch warm genug, um selbst den schneidendsten Bergwinden zu trotzen. Die hat doch sicher ein Vermögen gekostet. Nicht, wenn man sie selbst herstellt. Hey, ich habe während meiner Erkundungsgänge nämlich etwas Fortbildung beziehen. Als Weberin. Das ist sozusagen mein Gesellenstück. Vielen Dank, Tataru. Das ist lieb von dir. Die Kleidung wird mir sicher gute Dienste leisten. Und was krieg ich? Ja gut, ich habe ein zu hohes Level für das ganze Ding hier. Aber, was krieg ich? Ich werde auch weiterhin der Taverne meinen Ohren spitzen. Für Glück und eine gute Reise. Oh, wie so süß. Knickst du immer so süß. So, dann geht's jetzt wohl mal wieder auf große Wanderschaft, ne? Okay. Yeah.
Lächeln. Luna fängt an zu lachen. Wieso das denn, Luna? Oh Gott, habe ich dich übersehen? Sag nichts. Oh Gott. Lisa Dai hat wieder eine neue Frisur. Man hätte es hier, glaube ich, nie zeigen sollen. Ja, siehst du? Oh, ich sag ja, ich habe dich übersehen, ne? Halbert, du hättest es mir niemals erklären dürfen mit den Frisuren, ja? Aber volle Kanne. Oh nein! Weißt du, die ganze Zeit achte ich da aber nicht drauf, ne? Beziehungsweise, ich gucke vorher, ne? Dufte habe ich auch gesehen. Das ist okay, ne? Du warst auch nicht online, also alles gut. Ja, und plötzlich stehst du da. Aber jetzt, Luna, jetzt kann ich dir jetzt zeigen, was ich mir da geholt habe. Warte, nee, das da. Warte. Tada! Tada! Und, warte. Tada! Extra für die Überraschung auf Steam offline gestellt. Na toll. Ja! Ich hab's endlich. Brauch kein Neid mehr. Und, warte. Nee, warte. Das hier war's. Yep. Aus dem Shop. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja, aber du warst es. Ich habe den Chatverlauf noch, Hybrid. Ich habe den Chatverlauf noch. Nietzsche. Ja, das habe ich auch. Luna fällt in Ohnmacht. Ja. Und nochmal für Mira. Wir sind für heute raus bis morgen die Tage. Schönen Abend allen noch. Schön, dass ihr beide da wart. Und euch noch ein schönes Wochenende und ja, eine wundervolle gute Nacht. Schlaft schön bei der Hitze. Ihr Küstenlümmel. Eieiei. Ja, ich glaube, das war alles. Ja gut, und mein alles Mount. warte. Haustier. Okay. So, vorhin hatten wir Leo. Jetzt muss ich einmal ganz kurz hier hin. Einmal ganz kurz hier hin. Warte mal, wen haben wir denn hier noch zu zeigen? Ich hab's gleich. Äh.